herzlich willkommen hier im Mittelalter. Wir haben die Brücke Nummer 4 in Welt 4. Und es scheint wieder eine, jawohl, lasse mindestens zwei Feinde in die Schlucht stürzen. Und wenn wir drei vernichten, dann bekommen wir dafür eine besondere Ehre. Okay, also Dächlein sind gesperrt, brauchen wir eh nicht. Wäre natürlich schön, wenn hier irgendwelche Meteoriten auf uns einstürzen würden. Wir müssen eine riesen Brücke bauen, sehe ich hier. Und ja, dann fangen wir einfach mal an, unsere normalen Verstrebungen zu bauen. Das heißt, hier mittig, hier auch schön mittig, hier auch mittig und hier wieder ein bisschen kleiner. Oder langt uns das? Ich meine, die ist groß. Wir werden hier sicherlich die Holzstreben von der einen Seite brauchen. Dann haben wir hier eine besonders starke Kraft, die wir aufhalten können. Deswegen schaue ich vielleicht, dass ich hier ein bisschen in die Schräge. Jetzt ist natürlich die Entfernung hier groß. Schauen wir, ob wir das durch große Holzbalken irgendwie absichern können. Einmal, zweimal und wir schauen uns das Kräftegleichgewicht. Okay, die Mitte hängt zu stark hoch. Das langt uns nicht, da müssen wir stärkeres Holz verwenden. Einmal, zweimal. Okay, es bricht hier immer noch an der Seite durch. Wir können allerdings nicht nach oben gehen. Deswegen probieren wir das Ganze hier noch mit ein bisschen Stein. Wir haben ja noch die Kohle. Gehen hier auf die Höhe und hier auf die Höhe und benutzen jetzt schön Seile. Das heißt einmal hier, dann halten wir dieses hier auf, einmal nochmal hier und das gleiche auch in die. So, der erste Konvoi geht auf die Brücke. So, und die okay. Was können wir noch verbessern? Wir können es hier nochmal einmal nach hinten absichern. So, also der bricht durch. Das heißt, den müssen wir verstärken. Dann ersetzen wir hier das Seil durch einen Baumstamm. Brücke, er wird rot, aber hält noch. Und der dritte ist auch drauf. Jetzt bricht die eine Seite durch und... Na, wirst du wohl abstürzen? Na, geht doch. Alle drei sind geschafft. Das war die Brücke Nummer 4 in der Welt 4. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir schauen mal, kommt jetzt eine Zwischensequenz vielleicht. Nein, kommt keine. Aber die nächste Runde wird auch wieder so eine Absturzsache. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor im Mittelalter. Ja, bis dann.